Dum-di-dum-di-dum. So, frisch zurück aus dem US-Vorwahlkampf. Ich kann euch eins sagen, es ist echt schmutzig da drüben. Die Leute beleidigen einander, bewerfen einander mit Dreck. Und nachdem ich jetzt 2 oder 3 Jahre die amerikanische Debatte und die amerikanischen Medien verfolgt habe, muss ich sagen, ich möchte mal sehen, wie sich die deutschen Medien in der Zwischenzeit entwickelt haben. Sind wir überhaupt eine neutrale Kultur? Sind wir vielleicht auch biased wie die Amerikaner? Ach Quatsch, wir sind nicht so vorteilsbehaftet wie die Amerikaner, oder? Wir schaffen das hier ohne Beleidigung, wir schaffen das hier ohne irgendwelche Vorwürfe oder Adjektive den anderen Leuten anzuheften. Ich meine, ja, wie dieser wundervolle Typ, der schafft das doch. Und diese Frau Petri scheint ja Meine sehr. erste Frage, Frau Dr. Petri, sind Sie Rassisten? Frau Petri, welcome to Conflict Zone. What? Thank you. You have the distinction of being the one German leader Was who ist? has raised the possibility of actually shooting refugees on the border as a last resort. You proud of that? Are you proud of that? Indeed. Rechtspopulismus, Homophobie, Sexismus, Rassismus, Islamophobie. Hey, man fühlt sich fast in die USA zurückversetzt an dieser Stelle. Wir spielen auch hier in Deutschland anscheinend das Adjektivspiel. Wie lange muss ich dich beleidigen, bis du keine Lust mehr hast zu diskutieren? Wie lange muss ich mit Adjektiven auf dich werfen, bis du nicht mehr möchtest? Leute, ich kann euch eins sagen aus der Zeit, die ich jetzt mit amerikanischen Medien verbracht habe. Der Grund, warum es einen Donald Trump gibt und der Grund, warum er sagt, was er sagt, ist genau das. Weil die Medien ewig lang mit Adjektiven um sich geworfen haben und Leuten irgendwelche Labels gegeben haben, die sie nicht wirklich verdient haben. Und entsprechend dessen sind alle Leute, die sich nicht beleidigen lassen wollen, das heißt alle Leute, die intellektuell sind und differenzierte Meinungen haben, ziemlich schnell aus der Politik raus. Weil es nichts bringt, wenn du nur beleidigt und niedergeschrien wirst, eine differenzierte Meinung zu haben. Denn du kannst da nicht standhalten. Aber auch in Deutschland scheinen wir, zumindest einigen Talkshows und Interviews zufolge, die ich jetzt mit Frauke Petri mir angeschaut habe, echt eine kranke Debatte zu haben. Ehrlich gesagt, nein, wir haben keine kranke Debatte, wir haben gar keine Debatte. Ich benutze die AfD hier als Case Study, als Fallbeispiel, um einfach mal das als und extrapoliere das einfach mal als Symptom für auf die gesamte Kultur, weil ich einfach noch nicht genug Zeit hatte, mir alles anzusehen und frankly auch nicht genug Nerven hatte, mir das alles anzusehen. Also, es tut ja schon fast weh. Hier wird von Emotionen bis hin zu Labels wie Rassisten, ja, über alles geredet. Es wird über alles geredet, nur nicht über Ideen und nicht über Argumente. Die meisten Sachen, die hier als Argumente verkauft werden, sind keine Argumente, sondern entweder der Effekt eines Arguments, also die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, oder irgendwelche emotionalen Manipulationen oder irgendwelche Beleidigungen. Das sind keine Argumente und es sind vor allem keine Ideen. Als ich einige Interviews mit Frau Petri gesehen hatte, wo sie, und an dieser Stelle dicken Respekt an Frau Petri, sie hat echt Mut, dass sie sich dem hier stellt, das braucht ziemlich, ziemlich viel Kraft. Ich war geschockt und fasziniert, dass sie ein Argument, und ob es jetzt gut oder schlecht ist, das lassen wir mal kurz beiseite, aber sie hat ein Argument gebracht, was logisch in sich schlüssig war, von wegen, ein Land braucht Grenzen und es sollte diese Grenzen schützen. Und als Antwort, und ich denke mir das nicht aus, als Antwort bekommt sie, wie weit rechts darf die AfD ihrer Meinung nach sein? Hast du mir gerade zugehört? 1,5 Minuten ein kurzes, logisch schlüssiges Argument gebracht. Und du antwortest nicht auf das Argument, sondern versuchst direkt wieder mir ein Label aufzudrücken. Bin fasziniert. Also habe ich mir gedacht, wir machen jetzt hier mal einen Kanal namens Anker. Herzlich willkommen, by the way. Und entschuldigt die Anglizismen, ich versuche sie mir abzugewöhnen. Das ist noch aus der Zeit, wo ich die amerikanischen Medien vermehrt verfolgt habe. Wir werden hier versuchen, über Argumente zu reden, über Ideen zu reden, sie zu begründen und gucken, ob wir irgendwo in dem Aufbau der Argumente, indem wir sie ergründen, auch vielleicht Pros und Kontras finden können und vielleicht auch mal ein Urteil uns über die Debatte finden können. Denn eins ist klar, diese Nicht-Argumente brauchen Kontra. Man muss ihnen, um diese alte linke Phrase, die hoffentlich noch nicht zu ausgedroschen ist, mal zu nehmen, Kontra geben. Wir brauchen eine echte Konversation in diesem Land. Und
wenn es die schon gibt, bitte zeigt mir, wo sie ist. Aber es scheint mir momentan, dass es vor allem in den Medien genau diese echte Konversation nicht gibt. Als Beispiel. Georg Dietz, ein Spiegel-Kolumnist, hat als relativ bekannter Kolumnist in einem ziemlich bekannten Magazin, dem Spiegel, das Interview von dem Typen hier, wie heißt er nochmal, Tim Sebastian, als ein hervorragendes Beispiel eines Auseinandernehmens der AfD-Position ist. Auf seinen Hinweis hin habe ich mir dieses Interview mal angeguckt und habe nichts als eine Aneinanderreihung von Vorwürfen, Beleidigungen, falschen Fragen, emotionalen Manipulationen und aller möglicher rhetorischer Manipulationen gefunden, auf die Frauke Petry wieder exzellent reagiert hat. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich war beeindruckt. Und ich denke mir, wenn so etwas als ein hervorragendes Beispiel für eine gut gelungene Konversation in diesem Land gilt, wo sind wir hier? Ist die Aufklärung echt so weit an Deutschland vorbeigegangen, dass das hier als eine Konversation bezeichnet wird? Leute, das ist nicht mal in Amerika, würde das als eine Konversation bezeichnet. Selbst sogar in Amerika, wo Donald Trump ein Ding ist, würden die Leute das hier als krass empfinden. Das muss man sich mal geben. Donald Trump ist hier Durchschnitt. Und dann sieht man sich mal so tolle Talkshows an, wo jemand wie Ralf Steger wortwörtlich in 10 Minuten, die ich mir 15 Minuten, vielleicht habe ich 20 Minuten davon gesehen, in der gesamten Zeit, die ich diese Talkshow gesehen habe, von den 5, die ich mir angeguckt habe, hat er die gesamte Zeit damit verbracht, Adjektive um sich zu schlagen, hat er die ganze Zeit damit verbracht, irgendwelche Labels auf die AfD zu werfen, irgendwelche Labels auf Frau Petry zu werfen. Oh, sie sind rechtspopulistisch, sie sind rechts, sie sind nicht ernst zu nehmen, sie sind Protestpartei, sie sind dies, sie sind das. Aber er ist nicht einmal auf ein Argument eingegangen. Wie zur Hölle sind wir hier hingekommen? Aber viel wichtiger noch, wie kommen wir hier weg? Und wie kommen wir hier weg? Ich hoffe, ich kann dabei behilflich sein. Gehen wir mal kurz als Beispiel auf ein paar feine Sachen ein. Protestpartei. Was ist, wenn die Leute sagen, die AfD ist eine Protestpartei? Im Grunde, was sie sagen ist, wir müssen nicht auf die Argumente der AfD eingehen, weil die Argumente nicht der Grund sind, dass sie gewählt wurden. Es gibt andere Gründe für diese Entwicklung. Zum Beispiel, dass die Leute einfach Merkel nicht mögen und sie wollten einfach nur gegen Merkel stimmen und nicht für die AfD. Das kann sein, aber es ist trotzdem noch ziemlich billig, sich da rauszureden, indem man sagt, es ist nur eine Protestpartei, wir müssen die nicht ernst nehmen. Genauso wie das Wort Rechtspopulismus. Rechtspopulismus an dieser Stelle ist schon fast eine Ad hominem. Ad hominem ist eine Beleidigung, eine Form verbalen Missbrauchs. In seiner plumpesten Form ist es eine Beleidigung. Und hier geht es darum, statt die Argumente des Gegenübers anzugreifen, einfach die Person zu diskreditieren, in der Hoffnung, dass das Argument mit der Person diskreditiert wird. Das heißt, wenn ich sage, Frauke Petry ist eine Rechtspopulistin, dann hoffe ich, dass die Leute, die uns beiden zuhören, daraufhin Frau Petry nicht mehr ernst nehmen in dem, was sie sagt. Dass jemand rechts ist angeblich, hat nichts mit den Argumenten der Person zu tun. Man kann eindeutig sehen, dass es hier nur darum geht, die Person zu diskreditieren. Und an der Stelle möchte ich euch etwas fragen. Liebe Linke, liebe Politiker, wenn die Argumente der AfD so schlecht sind, wenn sie so leicht zu widerlegen sind, warum macht ihr es dann nicht einfach? Warum beleidigt ihr? Warum werft ihr Labels, wenn es angeblich so einfach ist, einfach Konterargumente zu geben? Anscheinend ist es zu schwer. Anscheinend kann man wirklich von Politikern nicht verlangen, dass sie das machen, was sie sagen, dass sie, wenn sie sagen, dass sie ja leicht zu widerlegende Argumente haben, diese Argumente auch widerlegen, ist ein bisschen zu viel verlangt, nicht wahr? Ich meine, das würde ja heißen, dass sie ihren Job machen müssen und das will ja niemand. Gut, Leute, ich hoffe, dieses Video war von irgendeinem Wert für euch. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass es in Deutschland keine oder keine zureichende Debattenkultur geht, und ich meine hier wirklich nicht nur in Richtung der AfD, obwohl es das eindeutigste Beispiel ist, aber auch in Richtung aller anderen, soweit ich das bisher gesehen habe, und wir vielleicht wieder ein bisschen mehr miteinander reden sollten, ein bisschen einander
ein bisschen weniger einander aufeinander einprügeln sollten. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann helft uns doch. Teilt dieses Video auf Twitter, auf Facebook. Liked unsere Facebook-Seite, followt uns auf Twitter. Wir werden ab jetzt jeden Donnerstag ein Video rausbringen und versuchen, ob wir nicht einerseits die deutsche Debattenkultur entlarven können als das, was es ist, nämlich ein Haufen von Leuten, die einander Beleidigungen an den Kopf werfen, und andererseits eine Alternative dazu aufbauen, und zwar genau hier auf YouTube, vielleicht auf Twitter, vielleicht auf Facebook. Etwas, wo wir tatsächlich diskutieren können. Auf jeden Fall danke ich euch und ich wünsche euch einen schönen Tag. Puh, also, nachdem ich mir jetzt in den letzten 2-3 Tagen 5 oder so Stunden Talkshows angeschaut habe, gehe ich kurz in die Ecke und hänge mich ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ich will ja noch für nächsten Donnerstag da sein. Es ist echt masochistisch. Also Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Donnerstag.